Hallo Leute, willkommen bei Manor Lord. Dies ist Teil 3. Und hier sieht man drei von unseren schicken Dorfhäusern. Und mir fällt auf, die sehen alle unterschiedlich aus. Das ist doch klasse hier. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht anklicken. Wunderschön. Und die Landschaft. Ah, einfach herrlich. Sehr, sehr schön finde ich das. Gut. Ja, die Devise ist, wie kommen wir über den Winter? Dazu habe ich hier jetzt hier ein Holzfällerlager gebaut. So. Ja, die haben hier schon ein bisschen Feuerholz gemacht. Da haben wir schon 22. Und hier kann man übrigens immer sehen, für wie viele Tage bzw. Monate das Zeug reicht, was wir so haben. Zu essen reicht für 4 Monate und Brennholz für 2. Da ist natürlich noch Luft nach oben bei den Vorräten. Ja. Und Holzstämme haben wir immerhin 3. Ah ja, unser Winter-Jägerlager ist fertig gebaut. Das ist wunderbar. Und der hier, ja, ist fast bis zum Anschlag. Jetzt gibt es so gerade die leckeren Herbstbeeren. Mal gucken, ob hier auch eine Zahl steht. 17. Okay, ja, das ist jetzt, geht dem Ende zu. Seasonal Resource steht da, also jahreszeitliche Ressource gibt es praktisch nur im Sommerhalbjahr. Und unser Jäger. Gucken, wie dieses Jägerlager ist. So werden die großen Schnitzel getrocknet. Und da sind immerhin schon 5 Fleische gelandet und Pelze. Und? Hier, da Karkassen und Fleisch. Okay, was so aus den Karkassen gemacht wird. Vielleicht irgendwie Seife oder so. Oder Knochenwerkzeuge. Oh, hier haben wir mal ordentlich Steine auf unserem Weg. Das ist natürlich nicht so toll für Handelsverkehr. Aber davon lassen wir uns nicht einschüchtern. Okay. Hier wird ja nicht nur der Markt erwartet, für den wir noch kein Personal haben, aber den wir hier mal aufbauen könnten. Zum einen, damit die Sachen schon mal da sind. Markt, halt mal, ist das... Ja, ist hier. Machen wir hier mal den Brennholzstand hin. Falsch geklickt. So. Und dann den Klamottenstand. Bis wir mal Klamotten haben, dauert bestimmt. Aber dann haben wir hier schon mal einen netten kleinen Markt. Gut. Der muss natürlich jetzt erst gebaut werden. Da müssen sie hier auch neues Holz fällen. Ich lasse mal schneller laufen. Und ich verkneif's mir mal ganz doll, neue Wohnplätze zu bauen. Oh, jetzt ist die... Ah, die Speisekammer von der... vom Bärensammler ist voll. Das war ja klar eigentlich... Ja, jetzt sind 50 drin. Da muss halt mal jemand abtransportieren. Müssten die eigentlich jetzt tun? Mit einem Karren. Mal gucken, ob da mal einer vorbeikommt mit dem Karren. Oder in der anderen Richtung. Nein, nein. Jetzt habe ich bestimmt den Karrenmenschen verpasst.
Da flitzt auf jeden Fall jemand, die Dorothea. Und hier kommt jemand. Vielleicht, weil wir keinen Karren haben. Aber immerhin haben wir Wege. Da geht es schon mal flotter. Da ist einer mit dem Karren unterwegs. Ich mach mal langsam. Ja, der benutzt den Karren. Und hier in der Speisekammer. Ja, es sind immerhin 14 Beeren. Gucken, wer das ist. Der Jakob ist das. Den haben wir, glaube ich, als Brennholz-Typen eingestellt. Jakob, wo steckst du? Da. Aha. Ja, er freut sich wohl über das schöne Wetter. Mal gucken, wo er so hinlatscht. Hä? Aber Jakob, was machst du? Es wäre am schlauesten eigentlich, wenn du zu den Bären gehst und dort bei denen ausleerst. Nee, er geht jetzt lieber zu seinem Brennholzherstellerlager. Gut, das ist dein gutes Recht. Ah, und wahrscheinlich transportiert er jetzt Brennholz. Mal gucken, ob ich da draufklicken kann. Nö. Ups. So. Aber ich denke mal, er transportiert Brennholz und das muss er ja auch. Jetzt gucken wir mal, ob es da immer noch voll ist. Nö, nicht mehr ganz so voll. Ja, das werden die schon irgendwie in den Griff kriegen. So. Da sind jetzt noch 11 Beeren. Viel ist da eh nicht mehr. Dieses Jahr. Obwohl, vielleicht wachsen noch ein paar nach im Oktober, November. Aber bald kommt dann die Beerenpause, denke ich mal. Okay. Wir haben immer noch nur ein Brennholz. Ich lasse mal wieder schneller laufen. Ah, und während es einfach so läuft und die mehr Brennholz produzieren, nicht Brennholz, sondern Bauholz. Vielleicht sollte ich sogar hier auch temporär ein mehr einstellen, weil wir ja gerade nichts Neues bauen. Wollte ich mit euch hier mal durchgehen, wie das mit dem Upgrade ist. Ah, was heißt das hier? Construct Extension. Oh, Extensions can provide additional resource yields at the cost of peasants taking time to work on them instead of their assigned jobs. Ah ja, wenn man da also Erweiterungen macht bei den Häusern, wo ich ja jetzt überall Platz für gelassen habe, das hatte ich beim Testen nicht, dann verbrauchen die Bauern auch Zeit dafür, logisch, die sie nicht bei ihrem jeweiligen Job verbringen. Jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Wir könnten einen Gemüsegarten machen. Und produziert aber nichts im Winter. Es wäre dann eher was für ein Frühling, denke ich. Und, oh, Eier. Klasse. Oder eine Ziege. Ist das genial. Aber wir brauchen, glaube ich, einen Tierhändler, um die Tiere zu haben. Ich denke, ich werde im Frühling einen Teil der Höfe oder Häuser mit Karottengarten machen. Und jetzt macht das, glaube ich, keinen Sinn mehr. Und upgraden zu Level 2. Ich klicke da einfach mal drauf.
da passiert gar nichts, denn das geht noch nicht, weil alle grünen Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Und zwar brauche ich mehr Essen, also verschiedene Nahrungsmittelarten. Dann brauche ich Klamotten, zwei verschiedene. Ich brauche Entertainment, also eine Taverne, und ich brauche eine Kirche. Und das habe ich natürlich alles nicht. Und ja, ich denke mal, es macht auch nicht viel Sinn, hier mit Taverne und Kirche anzufangen. Erstmal vielleicht eine zweite Nahrungsmittelsorte oder eine zusätzliche, damit sie damit zufrieden sind. Und dann gucken wir mal, was wir kleidungsmäßig machen können. Und ich denke mal, das ist eine Aufgabe für die mittlere Zukunft mit diesem Leveln. Und hier, ah ja, ob die was in ihrer eigenen Speisekammer haben. Nein, haben sie nicht. Und da wohnen drei Leute. Der Hans, die Dorothea und Nickel. Und die sind alle in der Speisekammer beschäftigt. So. Jetzt mache ich mal wieder langsamer, um zu gucken, was die eigentlich so treiben. Die müssten... Oh, ich dachte, sie hätten ordentlich Holz gefällt in der Zwischenzeit. Was macht ihr denn da in eurem Holzfällerlager? Die warten und prokrastinieren. Dann schalte ich mal wieder um auf Feld überall. Weil ich hatte ja dieses hier definiert. Vielleicht sind sie damit nicht klargekommen. Er rennt jetzt sofort los, um einen Baum zu fällen. Also habe ich die sozusagen ausgebremst. Und der andere geht auch sofort Baum fällen. Okay, das ist gut. Und ich gucke in der Zwischenzeit mal durch, was wir noch so alles bauen können, was produktiv wäre für Nahrung und was Sinn macht. Ja, denn ich will ja jetzt über den Winter erstmal nicht erweitern. Aber die Erweiterung fürs Frühjahr schon mal vorbereiten. Zum Beispiel Bauernhof oder solche Sachen. Also hier gibt es außerdem noch einen Förster, der aufforstet. Das ist was für später, denke ich. Dann haben wir hier eine Mine. Das ist auch was für später. Hier gibt es noch den Hitching Post. Wenn wir mal mehr Tiere haben, das ist das, wo der Ochse festgemacht ist. Und hier gibt's den Brunnen, haben wir schon, den Marktplatz und die Taverne und die Kirche. Und obwohl das für die nächste Aufgabe gebraucht wird, glaube ich, so weit sind wir noch nicht. Und jetzt kommt Farming dran. Hier kann man Felder machen und man braucht natürlich eine Farm. Und für die Farm braucht man nicht nur Holz, sondern ein Werkzeug. Wir besitzen exakt ein Werkzeug. Also wir können aktuell eine Farm bauen. Und hier kann man noch einen... Winter is coming. Eine Schafwiese machen. Und eine Schaffarm. Und eine Windmühle, um dann das Getreide zu mahlen und ein, nicht Bäckerei, sondern einen kommunalen Ofen. Finde ich süß. Und hier gibt es dann eine Blumerie. Ich denke mal, das ist sowas wie eine Eisenschmelze. Die Schmiede, ein Malzhaus und eine Brauerei.
Ich denke mal, erst wenn wir dazu in der Lage sind, wenn wir so viel Gerste anbauen, so, oder so viel Getreide anbauen können, dass die Leute satt sind und noch was übrig bleibt für Bier, dann macht es erst Sinn, die Taverne zu bauen. Hier gibt es eine Gerberei, da kann man dann die Pelze zu Leder verarbeiten, und eine Weberei, da kann man die Wolle in Garn verwandeln. Und hier gibt es den Handelsposten. Und da könnten wir zum Beispiel das Leder vom Jäger verkaufen oder die Pelze, um überhaupt mal Geld zu kriegen. Und das ist der Tierhandelsplatz. Und den brauchen wir, um Hühner zu kriegen oder so. Und dafür brauchen wir aber Geld. Also ich denke mal, so ein Handelsplatz sollten wir möglichst bald mal bauen. Kostet auch nur 4 Holz. Und das ist dann alles, was für die Zukunft. Da gibt es dann das Manorhaus. Das Herrenhaus. Uiuiui. Ein Steuereinsammler und so. Okay. Wir haben jetzt 10 Holz. Es hat sich also gelohnt zu warten. Ich denke mal, mal gucken, wie so das Gelände ist, wo eine Farm günstig wäre. Ich denke mal eher hier, weil hier können wir einige Felder drumherum machen. Dann baue ich schon mal eine Farm fürs Frühjahr. So, ich hoffe, es ist ein guter Plan, das so zu machen. Hier ist natürlich ein Eisenvorkommen. Tja, nochmal rumgucken. Aber da hinten hört die Karte auf. Mal gucken, wo genau? Dort. Ja, da müssen wir halt die Felder um das Eisenvorkommen rumbauen. Und ich denke mal, heute Nacht werde ich sowieso nicht so weit kommen, dass wir Eisen abbauen können. So. Und jetzt gucken wir mal, der Handelsposten. Der wäre doch auch fein. Der könnte dahin oder hier so, wo die immer herkommen. Dann kann man da auch die Pelze relativ easy hin transportieren. Weil was anderes haben wir ja nicht zu verkaufen. So, die Beeren sind alle. Also wird der mal entlassen. Und wird über den Winter zum Jäger. Wir haben 115 Essen. Oh. Ja, für 5 Monate reicht das Essen und für 12 Monate das Feuerholz. Das wird natürlich weniger, wenn der Winter mal da ist. Aber ich denke mal, wir können ganz gut über den Winter kommen. Lasse ich es hier einfach mal ein bisschen schneller laufen. So, ah, da sind sie hier schon fleißig zugange mit dem Bauernhof. Und wenn alles gut läuft, können die dann im Frühling gleich anfangen mit dem Feld bestellen. Dann definieren wir schon ein paar Felder. Ruckzuck ist Winter geworden.
Ist der Bauernhof fertig? Schick, hey, guck doch mal, wie schick das aussieht. Herrlich. Mit Steuerung C kann man übrigens das HUD ausschalten. Und dann kann man wunderbare Screenshots machen. Es sieht doch sehr schön winterlich aus. So. Ich würde sagen, ich definiere einfach schon mal ein paar Felder, damit es dann im Frühling gleich losgehen kann. So. Bis hier. Und dann... so geht nicht. Okay. Nein, der Anfangspunkt war schon schlecht. So. So ist besser. Gut. Ja, das soll gebaut werden und da soll dann... Ja, auch ich habe nicht geguckt, wie fruchtbar das hier ist. Das war ein Fehler. Was ist... Stocks damaged by weather. Das Wetter hat unsere Vorräte beschädigt. Das ist aber nicht gut. Und ich habe wirklich vergessen, bei der Dorfplanung auf die Fruchtbarkeit für Getreide zu achten. Großer Fehler. Jetzt gucke ich mal, ob ich das noch irgendwie ausgleichen kann. Ich meine, es wird trotzdem gehen, aber es hätte besser sein können. So, jetzt kann ich hier Emma Fertility. Ausgerechnet hier ist es orange. Na toll. Da ist es grün. Dann mache ich hier ein Feld hin. Da müssen die natürlich ein bisschen laufen. Not enough workforce yet for this field site. Too big. Okay, okay. Dann machen wir hier kleine. Kann man dann ja später zwei Felder draus machen. So. Ja, das geht gerade so. Okay. Und hier, ich denke mal hier in dem Wald. Super, ist es auch besser als ausgerechnet da. Na toll, oh, klasse, guck mal hier. Ich habe mir den schlechtesten Standort von der Fruchtbarkeit für den Bauernhof ausgesucht. Super. Und den kann ich auch nicht umsetzen, wahrscheinlich. Ich guck mal. Nee, den kann man nicht umsetzen. Manche Sachen kann man umsetzen, die Zeltlager zum Beispiel. Und... ich kann auch jetzt keinen neuen bauen, weil ich ja nur das eine Werkzeug hatte. Nun gut. Das sollte mich lehren, künftig darauf zu achten. Naja, ich denke mal, es wird trotzdem was wachsen. Also, ich ziehe einfach mal noch ein Feld und vielleicht hier so daneben. Dass da aber noch ein Wohnplatz hinpasst. Hier so ein langes bisschen rein in das Orangene. Und ich denke mal, das reicht dann auch schon fürs erste Jahr. Mehr schaffen die sowieso nicht. Dann sollte ich im Frühjahr da möglichst viele Leute hinsetzen,
dass die ordentlich die Felder bestellen können. Okay, dann mache ich mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.